Grüß euch, Leute, und Servus und herzlich willkommen zur weiteren Folge von LS 19 Tirol RB. Mit dabei seid ihr der Costa, Servus! der Daniel. Servus! Und ja, uns gefreut ist, dass so gut du kommen, die Videos. Teilt sie auch fleißig. Wir gefreut uns über jeden anderen. Und ja, was heute alles passiert, seht ihr dann. Lasst euch überraschen. Und ich würde sagen, machen wir weiter. Viel Spaß beim Zuschauen. Costa! Ja. Ich bringe jetzt einen Stroh runter, gell? Ja, kannst du machen. Passt. Philipp. Philipp. Ja? So, und Samen, der Marktwert liegt momentan bei 14,7. Ich gebe da 15 für den. Ja, passt. So, na. So, mal schnell den gleich wieder unten einfach. Nächsten kriegst du ein Angebot. Ja. Also den unter Dach stellen. Wie viel stellst du vor für den? 200. Fazit spielen. Ja, ich will ja dann kaum gehabt. War 100, sagst du? Puh. Bei denen ist jetzt die Frage. Jetzt machen wir 200 gerade auf für euch zwei nachher. Ja, zufrieden. Willst du mich austricksen? Ja, wieso? Na, lasse ich da heute halt die 15 noch für den Samen, gibt es mir 200, dann bin ich Ich zufrieden. sag das jetzt so. Der Marktwert beläuft sich bei denen auf 165.000. Jetzt gibt es mir 170. Ja, was soll das drum und dran? 170? Papier habe ich ja. 108. Ja, 170 passt. So. Na, 108. 175 kriegst du mir auch gescheit. 176, da bin ich zufrieden. Daniel, bist du im Funk? Ja. Könnte ich mir noch bei dir dafür ein passendes Frontgewicht bestellen? Bei dir? Ja, kannst. Perfekt. Was Vielen geht? Dank. Passt. Hast du gekriegt, oder? Oh, wie gekriegt. Philipp, Ja. muss ich kurz eine Nachricht schreiben? Über SMS. Dann habe ich schon geschrieben. Passt. So, brauchst du jetzt Hilfe da oben, Philipp, oder jetzt sind wir auch oder Ritter? Na, geht gut oder so. Daniel, Ja. welches Gewicht könntest du mir für den John Deere empfehlen für vorne? Weil der mir geht toll, wenn ich mit dem Sackgut-Hänger, den Hänger, Kipper ziehe, dann geht der vorne ein bisschen hoch. 2000 Kilo. 2000? 2000, ja, würde reichen. So, den Da waschen kann ich wir aber ab. nicht das von Fendt nehmen, ne? Wenn es drauf ist, ja, alles gleich Aufnahme. Okay. Kannst du schon von Fendt nehmen, ob das auf den Johnny passt, ist oder andere Frage. Könnte das sein, ja. Kannst du mir das von Steyr empfehlen oder vielleicht kannst du mir da empfehlen? Dieses Welche Steirer? Es gibt kein Steirergewicht. SURE, das AOR, das R. Das ist Eines. Steyr, nicht Steyr. Du Steyr.
Kann man das, Ja. ist das optimal oder? Ja, das kannst du nehmen. Was kostet an Provision dafür? Lass gut sein. Hast du mal dafür das Gerät da gekauft? Ja. So, jetzt wart wohin? Ach Gott. Das ist jetzt blöd. Philipp? Ja. Du hast keinen Platz frei haben. Bei was? Sie mitfahren. Du mitfahren? Ja. Na, du hast man sieht sie nicht, eigentlich, du. Du musst mir erst, dann sieht sie nicht da. Okay. Ja, was war's? Ja, So was, wohin mussten? zum Hofraucher. Sägewerkkocher. Ja, zum Hof. Ah, das ist halt Mann. Na, ich müsste mal einen John Deere richten. Also, ja, da fahre ich dann jetzt am besten. Ja, vorher dabei mit einem anderen Traktor alle. Und dann stößt den schon wieder auf für das. Und ich hol ihn gleich nach mit dem. Ach, was. Ich kann dich schon schnell mit dem Auto holen, weil es ist. Ah, ich fahre mit dem Auto auch. Fahr mal mit dem BMW hoch. Ich glaube, ich habe einen Steirer bei mir am Hof oben. Ich weiß es gar nicht. Puh, das konnte ich dir gar nicht sagen, weil ich bin schon lange nicht mehr bei dir bin. Irgendwo haben einen Steirer festgelegt. Ich weiß auch nicht wo. Also haben wir da nicht zuletzt zum Hexen gehabt. Na, den haben wir noch geholt. Das sind die Setzlinge da gewesen. Ich glaube, ich habe ihn Ah, sogar am ist da Hof. nicht überhaupt so unten am Wald. Nein, den habe ich schon geholt. Ich glaube, ich habe sogar einen Hof da oben. Dann siehst du, wie oft ich die Maschine brauche. Du stehst eh nicht recht rentabel. Ah ja, habe ich momentan wenig Zeit gehabt für den Hof selber. Ah, Mistrein haben wir gekriegt. Jetzt weiß ich es wieder. Kostet das wohl knapp? Ja. Gott sei Dank sind wir uns noch ausgewichen. Ja. Ich hab dich nicht kommen sehen. Ja, ich muss auch zugeben, ich habe aufs Handy geschaut. Ja. Ja, dann wäre echt mal nur ein Hänger wenigstens ab vor dem Bank da oben. Das ist auch etwas da. Ja, so viel ist auf gar nicht mehr rum. Wieso, auf Feld 9 ist ja auch noch, das ist auch noch voll. Ja. Ich muss ja auch mal wieder mit dem Steirer Gassi fahren. Mir ist schon Standschaden. Oh. Brauchst du mit dem Traktor auch ein bisschen spazieren, oder was? Ich? Ja. Statt arbeiten. Ich fahre das Gewicht holen. Hättest du was gesagt, du? Ja, ist zu Nudelholz. spät. Ah, da ist ja nichts mehr. Schmeckt drauf. Ja, für ist nicht mehr so.
bist zufrieden mit deinem Schmuckstück? Tipptopp, ja. Ja, das freut mich. Hast einen guten Traktor ausgesucht. War halt sehr viel Arbeit, den wieder restaurieren. Ne. Und für den hat so viel Wetter gekostet haben, ne? So fertig wie der war. Na. 35 geholt in Kraft. Ey, ist ja gar nichts. Jetzt ist ein super Traktor. Ja, wie ein Will. Haben wir auch genug Geld reingesteckt? Das kostet laut so. Was ist die Gesamtsumme, was du jetzt gezahlt hast für den? Das möchtest du mir gar nicht wissen. Ich hab's mal, ich hab's allein alles auf eine Rechnung geschrieben, aber ich habe nicht auf die Summe genau geschaut. Ja, seid also so, für dem Geld hätte ich mir eigentlich einen neuen kaufen können. Im Heingesteck, du. Wo hast du keinen? Gute zwei. Gute zwei hab mir jetzt zusammengekostet. Ja, viel, so viel. Mhm. Ja, neuer Motor, neues Getriebe. Ja, das Getriebe hat eh noch halbwegs günstig. Die Waffen haben wir über 15.000 gekostet. Haben aber eh noch einen günstigen Motor gekriegt. Elektronik, Kabelbahn, alles neu. Bisschen okay. Modernisiert. Ich sag das so, es klingt jetzt blöd für mich als Händler, aber ich habe alles zusammengeschrieben. Und dann haben die Leute zu dir gesagt, willst du das zahlen oder willst du das nicht zahlen? Nö. Jetzt erst am Anfang haben wir mal gedacht, was ist, warum tut er sich das an? Wir haben jetzt erst kapiert, warum du den restaurieren willst. Nö. Aber jetzt darf es selber sagen, okay? Ich darf mir sogar selber holen. Das schaut wirklich top aus. Du weißt Sam, ich habe einfach ein Faible für alte Maschinen. Da ist mir einfach. Da rollt mir das Geld. Da hat man nur einen kaufen können um das Geld oder mehrere neue, aber ich mag lieber die alten. Das ist ein super Gerät, mir gefällt aber nicht. Na, das war eine teuflische Schicht, was wir da eingelegt haben. Ja? Viel Zeit, viel Zeit. Alle wollen seine Kabel verlegen. Alles nur jung klemmen. Den stärker, ja. Den bisschen den stärkeren Motor einbauen, mal das war etwas. Den Originalmotor haben wir ja verschmeißen können. Ja, der war doll fertig. Hätte das ausschleifen, auch nichts mehr kurz. Wenn schon die Blöde jetzt am Hin waren. Den Motor restaurieren, da warst du auf 250.000 gekommen. Das hat sich nie im Leben rentiert. Du wirst normal eh alles Platz haben. Ja. Hey, der Verkehr konnte ich schon gar längst. Alles wo dran. Irgendwann sperre ich die Brücke. Eine Brücke? Halt die Tunnel, meine. Aha, illegale Straßen absperren. Warum illegal? Ich sag's doch ja, ist nicht illegal. Also. Anne! Hm? Krieg ich eigentlich mal mein Geld für die Traktoren? Hey, jetzt soll ich mal ein bisschen ruhig bleiben, ich hab's dir überwiesen.
Na. Ja. Meine Sekretärin sogar was anderes. Und du hast davor gesagt, danke, danke. So, ja, hätte das erkennen, dass es nur mehr gibt. Jetzt eine ganze Buchhaltung von mir da liegen. Auf mein Handy. Ja, da werde ich auf die immer wieder kontrollieren. Schauen wir, ob es sauber gemacht hast oder nicht. Nein, kontrolliere. Dass da Steuerhinterziehung gibt bei Dust. Wäre ja auch wert. Wir haben vom Besten gelernt. Poster, oder was? Na? Also. Das ist ein Finanzspezialist, der sagt da eben, wenn irgendetwas tust, schau, dass du Rechnung schreiben brauchst, dann brauchst du dem Finanzamt nichts geben. Also. Und das warst du. Poster, bist du noch wach? Ja. Du beim Rauffahren eingeschlafen, weil ich bin dir unten schon begegnet beim Landhandel. Weil jetzt überhole ich dich gerade wieder und ich bin aber einmal runtergefahren. Ja, ich fahre gemächlich, also. Also, der ja, wird ja hoffen für dich. Ah, ich glaube, der hat ja nur 40 km/h Getriebe drinnen, gell? Ja, 43. Das reicht für dich, da brauchst du keine Unfälle. Ich will die Ich Traktoren. glaube, das musst du mit ins Rentnermobil auch noch schaffen. Ja, ich glaube auch. Weißt du, was man einen Großteil für ein Gerät geben könnten? Das sollten sie sogar Was? spendieren. Den ganzen alten Fiat, was wir da haben, mit 25 km/h Ja, aber der hat 150 PS, der Junge, gell? Der hat Getriebe. Na, mehr ist. PS wie der Johnny. Der Alter hat mehr, hey. 1500, da hat 150 originale PS. Schau, ich wollte einen Computer. Und der 1800er davon, der DT-Spezial 4, der hat 180. Ah ja. Der, was wir im Katalog haben, hat 150 PS. Okay, das habe ich gar nicht gewusst, Das ja sind nicht. Fiat, wo der früher schon ziemlich vorgeschritten, was kleine Traktoren mit hoher Leistung angeht. Aber sie wiegen auch zwischen 4 und 5 Tonnen, die Traktoren. Alles brutal. Schauen wir Foto und Video klein aus, auch wenn du mal davor stehst, na. Dann siehst du mal, was die eigentlich an Größe haben. Das ist bei den alten Geräten alle so. Die Ja. haben. Fotos schauen sie alle klein aus. Und dann stehst du da vorne und hast ein Kriebel her. Und wiegt gleich 3-4 Tonnen. Bitte, du bist voll. Ich weiß, ich fahre ja da beim Fürdassi. Ja, aber Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Jetzt sind sie auch gerne abonnieren, das hat uns sehr gefreut.
Und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und sage mal Servus. 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 Yeah.